wie kann ich dir denn helfen, sag mal? Ja, ich brauche ein Tor. Ich brauche da ein paar Sachen für. Was genau brauchst du? Ja, und sowas habe ich gedacht. Was willst du denn damit? Daraus wollte ich den Rahmen bauen. Dafür willst du so einen fetten Johnny nehmen? Willst du mit deinem Tor Orks aufhalten, oder was? Kann sein, dass deine Mutter sein Nachbar ist? Halt die Klappe und geh zurück an Zuschnittstift. Hab gedacht, umso kräftiger das Material, desto besser hält das nachher. Ja, wie wär's denn mit einem ganz normalen Rechteckrohr oder so? Eventuell 60-40 oder wenn du es ein bisschen stabiler haben willst, kannst du auch 80-60 nehmen. Was ist denn, wenn da aus Versehen mal jemand gegenkachelt oder so? Ja, aber was soll denn dagegen fahren? Deine Mutter im Suff vielleicht? Stift, ich hau dir deine Muscheln vom Stamm, wenn du nicht sofort wieder an die Arbeit gehst, sag ich dir. Ja, wenn du so ein stabiles Material verwenden willst, was willst du denn für Pfosten nehmen, sag mal? Ich dachte an sowas hier. Ziemlich dumme Idee. Du willst 150er Quadratrohr als Rahmen nehmen und für die Pfosten willst du 40er nehmen oder was? Was soll das denn? Hatte ich gedacht, ja. Das würde schon kritisch sein, wenn du 80 mm mal 60 mm Profil nimmst und du willst so ein dickes Material nehmen, sag mal. Ja, nicht? Das verbauen andere in Häuser. Oder bauen daraus Häuser. Und ich baue daraus mein Tor, ja. Ja, also wenn du darauf bestehst, so ein dickes Material zu nehmen, dann würde ich mindestens genauso ein dickes Profil für die Torpfosten nehmen. Du lass dir von dem Typen nichts erzählen, der denkt nur von 9 bis Frühstück. Verzieh dich hier! Ja, dann mach ich das so. Wie breit soll dein Tor überhaupt werden? Ja, so einmal ein Meter ungefähr. Meter mal ein Meter. Genau, ja. Womit willst du da denn durchfahren, sag mal? Ja, entweder zu Fuß oder mit meinem Moped. Ich hab eine Simson da rumstehen. Also du willst eine 1 Meter mal 1 Meter Vorder aus diesem dicken Material bauen, oder was? Ja, richtig. Und was für eine Füllung soll da rein? Ich wollte da Stacheldraht reinziehen. Da willst du Stacheldraht reinziehen? Ich glaube, das wird ganz schnieke aussehen, ja. Kommst du eigentlich aus Blödmanns Haus, oder woher hast du die ganze schwachsinnigen Ideen? Stift, ich polier dir deine freche Visage, wenn du nicht sofort Land gewinnst. Ein Schloss brauchst du ja auch noch. Willst du da ein Hightech-Zahnschloss oder ein Augenschloss nehmen, oder was? Ich hab so ein lödes Vorhängeschloss aus dem Baumarkt zu Hause, das nehme ich. Wenn ich das ganze Material jetzt hier bei euch bestelle, kann ich das denn so abholen in 1 bis 2 Wochen, oder was? Achso, du willst das dann bei dir selbst zu Hause bauen, oder was? Ja, ich hab eine eigene Werkstatt. Schraubenzieher, Schuppen und so, ich hab da alles zu Hause, da. Schweißgerät denn auch? Schweißgerät hab ich nicht, da. Ich wollte das Schrauben oder Nieten eigentlich. Nieten oder Schrauben? Hatte ich gedacht, ja. Das hält beim besten Willen nicht, das ist viel zu wenig. Also doch lieber schweißen, oder was? Ja, das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, ja. Ich muss das auf jeden Fall stabil halten. Mein Nachbar, der ist nicht dicht, sag ich dir. Auf seinem Vordach hat er einen Turm und einen Katapult stehen. Der ist verrückt, sag ich dir. Kommt mir irgendwie bekannt vor, die ganze Kiste. Wenn ich die Vorder fertig gebaut habe, muss ich nochmal herkommen. Ich brauche noch Material für meinen Triebock. Du willst dir einen Triebock bauen? Falls mein Nachbar mal wieder die Hecke zu hoch hat, ganz genau. Und dafür brauchst du einen Katapult? Kein Katapult, einen Triebock baue ich. Damit zerlege ich sein ganzes Grundstück, sag ich dir. Okay. Wenn seine Hecke zu hoch ist oder er mir mal wieder auf den Sack geht, dann bin ich vorbereitet. Dann wird geschossen, sag ich dir. Was ist denn da los in der Nachbarschaft bei euch, sag ich dir? Das ist ein hartes Pflaster da, sag ich dir. Ja, merke ich schon. Ich gehe nochmal zum Chef und lass mir einen Kostenvoranschlag machen und dann bestell die mir das. Kannst du auch bei mir machen, ich bin sozusagen die rechte Hand vom Chef. Du bist die rechte Hand von deiner Unterbüchse, also halt den Rand. Wenn es bestellt ist, kann ich das Zeug hier abholen kommen, denn, ja, ne? Wahrscheinlich musst du auch einen Kran bestellen, damit du die Ford überhaupt bewegt oder kriegst. Oder fragst deine Mutter, ob die das fix machen kann. Sonst. Die kannst du auch auf dein Dach stellen, da brauchst du gar keinen Triebock oder Katapult mehr, die wirft die Geschosse einfach. Sie ist der Triebock. Ich spann dich im Schraubstock ein! Schönen Feierabend, Jungs, mach nicht zu doll! Kann sein, dass deine Mutter sein Nachbar ist?